Heute werden mal keine Brände bekämpft, denn hier brennen später nur die Lichter für die große Feier. Löschzugführer Sebastian Dötsch und seine Kollegen haben die nächsten 3 Tage so einiges vor. Wir feiern ab heute unser 100-jähriges Jubiläum, starten heute mit einem großen Zapfenstreich auf unserem Marktplatz in Rumeckaldenhausen, werden dort begleitet von ca. 9 weiteren Gruppen, einem Spielmannszug und einer Kapelle noch. Startet um 20.30 Uhr und alle, die zuschauen wollen, können gerne ab 20.30 Uhr auf dem Marktplatz in Rumeln zuschauen. Bei der feierlichen Zeremonie des Zapfenstreichs stellen die Löschzüge die Ehrenformation zur Ehre des 100-jährigen Bestehens. Knapp 90 Mitglieder hat die Freiwillige Feuerwehr in Rumeln-Kaldenhausen und kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die Freiwillige Feuerwehr spielt dabei im Stadtteil eine größere Rolle als normalerweise üblich. Wir zeichnen uns in Rumeckaldenhausen, zumindest ist das gefühlt so, immer noch ein bisschen dadurch aus, dass wir so ein bisschen Dorfcharakter noch haben, im Gegensatz zu anderen Duisburger Stadtteilen. Und wir sind Erstausrücker, weil wir eben in so einer Randlage von Duisburg uns bewegen. Und wir fahren alles bis zu einem gewissen Stichwort alleine erstmal und bei größeren Sachen kommt dann die Berufsfeuerwehr dazu. Er selbst ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, seit er 12 Jahre alt ist. Seitdem hat er schon so einige größere Einsätze erlebt. Größere Einsätze war sicherlich Ostern vor ein paar Jahren, die alte Turnhalle, die abgebrannt ist hier im Ort. Aber auch besondere Sachen, die Corona-Krise. Wir haben hier am Standort mehrere 10.000 Corona-Schutzkittel in Eigenproduktion hergestellt. Vom Entwurf bis hinterher zum endgültigen Schutzkittel. Ich meine, wir waren am Ende so bei ca. 70.000. Das war natürlich was sehr Besonderes und nicht Alltägliches. Aufbau von Flüchtlingsunterkünften haben wir mitgewirkt, was vielleicht auch nicht so alltäglich ist. Die Arbeit war also gerade in den letzten Jahren vielfältig. Unter anderem deswegen ist Sebastian Dötsch schon seit Jahren mit Feuer und Flamme dabei. Am Ende ist es ein Hobby, wo man Menschen helfen kann. Das ist, denke ich, der eine Punkt, warum ich und auch viele andere hier mitmachen. Und es ist am Ende auch eine coole Truppe, ne? Also man hat immer Spaß, egal ob es ein Übungsabend ist, ob es Einsätze sind, ob es gemeinsame Veranstaltungen sind, die man macht. Macht Spaß mit der Truppe, ist ein schönes Hobby und am Ende kann man auch noch ein bisschen was Gutes tun. Die Freiwillige Feuerwehr Rumeln-Kaldenhausen ist tief mit ihrem Stadtteil verbunden. Beim Jubiläumsfest sind deshalb alle mit vollem Herzen dabei. Denn es geht darum, mit allen Menschen im Stadtteil zu feiern und vielleicht sich auch noch mal neu kennenzulernen. Wir versuchen uns über das ganze Wochenende bestmöglich vorzustellen. Wir stehen immer für Fragen offen. Am Sonntag haben wir einen großen Familientag hier, starten um 12 Uhr mit der Fahrzeugweihe unseres neuesten Löschfahrzeugs. Das heißt, zum einen kann man sich unsere Technik angucken, über die wir hier verfügen, und zum anderen die Leute kennenlernen, die im Zweifel in Rumeln, aber auch in der Stadt Duisburg den Bürgern helfen. Das Programm wird bunt zur Feier der 100 Jahre. Der Löschzug 670 legt sich ins Zeug für seinen Stadtteil, damit es in ganz Rumeln-Kaldenhausen heißt, auf diese und die nächsten 100 Jahre.